Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 Beta Let's Play mit dem weiblichen Sylvari-Nekromanten. Inzwischen habe ich nichts zu machen, sondern eine andere Waffe geholt. Wie auch versprochen, ist jetzt eine dann ganz da hinten auf der Karte und rechts, ja eben auf der Karte sehen kann, innerhalb dieses grünen Kringels. Dafür müssen wir aber auch erst wieder an Trollen vorbeikommen. Was heißt wieder? Wir müssen an Trollen vorbeikommen. Eigentlich kann das nicht sein. Wir werden jetzt was unsere Waffe. Was aber interessant ist, der Eigenschaft, durch Gegner durchzunehmen, also auch hinten dran stehenden Gegnern Schaden zufügen zu können. Und das ist praktisch. Kann natürlich aber auch mal gefährlich sein, wenn man nämlich einen Gegner angreift, den man gar nicht angreifen will. Das ist eine schöne Reichweite. Einfach die tolle Eigenschaft, dass sie auf den Boden gezaubert werden können. Zeichen sind das, haben andere Effekte, aber durchaus auch nützliche. Freigeschaltet. Was macht der Troll? Der Angst vor uns? Wollen wir bloß recht sein. Belegt die Gegner mit Kühle und Gift und das ist sehr praktisch. Dann sterben sie schneller. Hier ist auch die Trollsalbe schon, die wir brauchen. Und kommt zu einer Energiesequenz, die wir nicht unterbrechen können. Aber hört euch doch mal schön ein bisschen an. Wir müssen jetzt gegen diesen fetten Riesentroll kämpfen. Aber da wegrennen können, ein Zeichen zaubern, und das einfach schaffen können. Auch wenn sie sich die Trolle heilen. Ja, weil wir einfach wegrennen können, nur Trolle müssen anrennen lassen. Raus hier. Ja, den Loading-Screen hier werde ich jetzt auch wieder nicht rausschneiden. Ich habe festgestellt, dass Schneiden schadet mehr als das hilft. Deswegen hoffe ich, dass die Loading-Screens erstens möglichst kurz sind und zweitens versuche ich, was eventuell nützliches, sinnvolles zu erzählen, um diese Zeit zu überdauern. Wieder ein Erfolg. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald wieder ein Level up.
deutlich besser als die, die wir haben. Nehmen wir die noch am besten gleich. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, wir sind gerade falsch gelaufen, oder? Nein, wir haben auf jeden Fall wieder an. Yay, Level up. War jetzt ja eigentlich fast nicht so geplant, aber gut. Level up ist Level up. Gehen jetzt vielleicht doch lieber weiter zum Richtung Quest. Und warum? Da guckt er erst ab. Hat man es recht einfach, auch größere Gruppen zu besiegen, wenn man entsprechend geschickt spielt. Auch mit den Zeichen, wenn man die gut platziert, kann man einen ganzen Haufen Gegner auf einmal besiegen. Zugegebenermaßen, Nekromant ist wahrscheinlich ziemlich meine, wird wahrscheinlich ziemlich meine Lieblingsklasse dann werden in Guild Wars 2. Bitte helft mir! Termiten fressen meinen wertvollen Baum! Immerhin haben wir eine Großbelohnung gekriegt.
Quest ab. Will der eine Zauber zwingend gezaubert werden, also füllen wir ihm doch mal den Wunsch. Auch wenn es nichts bringt. Soll ich euch in den Arm nehmen? Jawohl. Also sprechen wir mit der... Jetzt klappt das bei anderen Kerlen? Wir kämpfen hier gegen Albträume. Jetzt muss ich zum Cave in den Hain. Ja, um euch da wieder die Laufwege und die Loading Screens zu ersparen, mache ich hier wieder einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.